Das Dieselfahrverbot ist beschlossene Sache. Was passiert denn jetzt mit den Aktien von Volkswagen, Daimler und BMW? Hier ergeben sich nämlich Chancen, vielleicht nicht so, wie der ein oder andere denkt, aber schaut es euch an. In diesem Video, los geht's! Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Trailermacher-Kanal. Tja, das war ein Schock für Dieselfahrer. Hätte man noch vor ein paar Monaten für undenkbar gehalten, aber nun ist es soweit. Die Fahrverbote sind da. Hamburg beispielsweise will das Ganze ab April umsetzen. Betrifft mich übrigens auch, obwohl eigentlich eben nicht, weil mein Diesel noch die neueste Abgasnorm erfüllt. Ich werde dann also laut diesem Maßnahmenplan erst sehr viel später dran sein. Aber klar ist auch, für die Dieselbranche ist das ein harter Schlag und Autoexperten wie der Herr Dudenhöfer haben bereits jetzt ausgemacht, dass auf dem Gebrauchtmarkt, gerade für ältere Dieselmodelle, die Preise natürlich rapide einbrechen. So, in diesem Video soll es aber vielmehr um die Aktien der großen drei gehen, also Volkswagen, Daimler und BMW. Wenn ihr die Fakten zu diesem Fahrverbot euch nochmal im Einzelnen durchlesen möchtet, ich blende euch hier mal den Link von Focus ein. Selbstverständlich haben auch viele andere Medien darüber berichtet. Ihr schaut es nach, wo ihr möchtet. Die Aktien haben in einer ersten Reaktion zwar leicht nachgegeben, aber wenn wir ehrlich sind, so schockierend scheint es nicht gewesen zu sein, denn insgesamt befindet sich der Markt ja in einem Korrekturmodus. Jetzt der ganz wichtige Hinweis, wir werden uns das gleich charttechnisch ansehen und es gibt dort ja ziemlich klare Aussagen, wie ich denke. Wichtig, ich nehme dieses Video jetzt am Wochenende auf. So langsam wieder genesen von der Erkältung. Ihr werdet es mitbekommen haben, in der letzten Woche gab es deshalb keine Videos, aber die Energie kehrt zurück und da wollte ich gleich mal einsteigen. Also nur für euch wichtig, die Kurse, die ihr jetzt seht, sind die Schlusskurse von Freitag, spielt aber bei der langfristigen Betrachtung tatsächlich keine große Rolle. Ich würde sagen, bevor wir auf die weiteren Konsequenzen eingehen, schauen wir doch dann gleich mal auf die Kurse. Also was haben Volkswagen, Daimler, BMW in den letzten 10 Jahren eigentlich gemacht? Was sind die wesentlichen Marken, auf die es zu achten gilt? Schaut mit mir bitte auf meinen Bildschirm. So, dann beginnen wir mal mit dem größten deutschen Automobilhersteller, Volkswagen. Hier im Chart natürlich sehr klar zu erkennen, die Auswirkungen von Dieselgate, also diesem Abgasskandal. Man sollte nun annehmen, der Chart von Volkswagen unterscheidet sich wesentlich von den Charts von Daimler und BMW. Wir werden gleich sehen, dass das gar nicht unbedingt der Fall ist. Also Daimler und BMW, der Markt wusste es vorher, dass offensichtlich die gesamte Branche hier betroffen sein würde und hat das bereits in die Kurse einfließen lassen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der über allem steht, über dieser Analyse, und zwar ein Punkt für Trader, aber auch besonders ein Punkt für Investoren, ist der Kursverlauf hier im Jahr 2015. Das ist die wichtigste Erkenntnis. Deswegen weise ich da so explizit darauf hin. Schaut euch bitte hier den Kurs der Volkswagen-Aktie, der Vorzüge an und dann dazu den DAX. So, nochmal zurück, damit man es sehr klar erkennt. Das ist also Volkswagen hier mit dem Hoch im Jahr 2015 und dann der DAX. Auch der DAX hat hier im Jahr 2015 ein vorübergehendes Hoch erreicht und dann gab es einen Rücksetzer, eine klare Korrektur. Und die führte dann in der Folge zu neuen Allzeithochs, die rund 1000 Punkte über diesem Allzeithoch lagen und vom Tief waren es beinahe 4500 Punkte. Im Gegensatz dazu hat die DAX-Aktie Volkswagen diese Bewegung nicht mehr mitgemacht. Und das gilt nicht nur für Volkswagen, wie wir gleich sehen werden. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Das heißt also, seit 2015 ist die gesamte Branche schwach. Ein Underperformer. Und das in einer Phase, wo es billiges Geld gab, billige Konsumkredite. Wachstum in den USA, Wachstum in Asien, ganz wichtiger Markt, Wachstum in Deutschland. Und in dieser Phase ist es den Automobilherstellern nicht mehr gelungen, zumindest den Aktien, von diesem Aufschwung zu profitieren. Achtung, hier stimmt etwas nicht.
diese Erkenntnis sollte dieser Chart auf jeden Fall hinterlassen. So, wir sehen hier also diesen Aufwärtstrend, der im Jahr 2015 gebrochen wurde. Wir sehen auch, dass das eine Übertreibung zur Unterseite war. Unter 100 Euro setzte der Kurs zurück. Dann gab es eine Erholung bis fast an diesen Abwärtstrend heran, aber nicht ganz. Auch das ist kein Zeichen der Stärke. Und dann ist von diesem Fibonacci-Retracement der Kurs wieder zur Unterseite abgeprallt. Also insgesamt ist die Volkswagen-Aktie ein Underperformer auf längere Sicht, aber auch auf kürzere Sicht. Und eine Marke ist ganz, ganz wichtig. Ich habe die hier mal bei 146,50 Euro eingemalt. Es ist eine Zone zwischen 145 und 147 Euro. Bitte merken, zwischen 145 und 147 Euro. Das ist eine ganz, ganz wichtige Unterstützung. Wenn die Aktie darunter zurücksetzt, also die Notierungen, dann wird aus meiner Sicht sehr schnell hier dieser kurzfristige Aufwärtstrend bei 134 Euro angelaufen. Das sollte allerdings in der Folge nicht genügend Halt bieten. Das heißt also, wenn Volkswagen unter 145 Euro abstürzt, dann kann es in der Folge mittelfristig, da reden wir natürlich über Wochen und Monate, auch wieder unter 100 Euro zurückgehen. Das wäre ein klares Zeichen der Schwäche. Also 145 Euro und dann 134 Euro, je nachdem, wann dieser Aufwärtstrend getestet wird. Diese Marken bitte im Hinterkopf behalten. Schauen wir uns mal Daimler an. Und werden bemerken, auch Daimler, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt ja scheinbar von der Dieselaffäre noch gar nicht betroffen waren, auch Daimler hat das Hoch im DAX nicht mehr mitgemacht. Auch Daimler hat sein Allzeithoch immer noch im Jahr 2015, obwohl wir im vergangenen Jahr neue Allzeithochs im DAX gesehen haben und Daimler eine DAX-Aktie ist. Das ist also ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Der Aufwärtstrend seit 2009, der ist zwar noch intakt, aber auch hier muss man die Erkenntnis ziehen, Daimler ist eine eher schwache Aktie. Ob man nun von China Geschäft oder ob einem die Modelle gefallen, es geht hier bei der Chartanalyse darum zu beurteilen, ist es eine starke Aktie oder eine schwache Aktie. Und um diese Aussage zu untermauern, würde ich gerne nochmal den gesamten Daten hier anzeigen, die ich habe, nämlich seit dem Jahr 2000. Ist das hier ein Wachstumsunternehmen? Ich lasse mal das ganz frei im Raum stehen. Also, Vorzeigeunternehmen, deutsche Technologie und klar, Formel-1-Weltmeister können wir auch. All das ist unbestritten. Aber sieht so ein Wachstumsunternehmen aus? Ja oder nein? Klar, es gab zwischendurch ein paar Dividenden und klar ist auch, wer möchte, kann hier auch so einen ewig langen Rounding Bottom annehmen. Aber meine Güte, man muss schon sehr alt werden, um davon dann noch profitieren zu können. Also, Daimler ist kein Wachstumsunternehmen. Die gesamte Branche ist eine, welche immer wieder Schwierigkeiten hatte. Und das ist nicht erst hier seit dem Jahr 2015 der Fall. Soweit also zu Daimler. Ganz klar ist hier, dass dieser Aufwärtstrend halten muss und dieser kurzfristige Aufwärtstrend am besten auch noch. Das bedeutet, wenn Daimler hier jetzt zu weiterer Schwäche neigt, dann wird es duster. Unter 55 Euro darf die Aktie niemals fallen, ansonsten droht Kurshalbierung oder Schlimmeres. Und last but not least haben wir dann noch BMW. Auch dort werde ich selbstverständlich ganz neutral bleiben, obwohl ich ja derzeit ein Produkt von denen vor der Tür stehen habe. Und hier möchte ich nur mal darauf hinweisen, wie so ein Trend dann wieder und wieder angepasst werden muss. Nun, auf 10-Jahres-Sicht sieht die BMW-Aktie sogar noch am besten aus, aber ich habe hier mal die ganzen Trends eingezeichnet, denn das ist ein schlicht und einfach ein sich abflachender Trend. Wir müssten hier die Trendlinie, wenn wir die fortziehen, ist hier gebrochen worden. So, dann haben wir einen nächsten Auflagepunkt unten wieder gebrochen. Auch hier, auch dieser Trend wieder gebrochen. Ihr seht also, ich muss mir immer niedrigere Auflagepunkte, um überhaupt einzeichnen, um überhaupt noch einen Aufwärtstrend herleiten zu können. Und das ist ein Signal der Schwäche. Das heißt also auch, dass
BMW, obwohl sie in diesem gesamten Abgasskandal noch am besten weggekommen sind, auch die wissen nicht zu überzeugen. Auch die BMW-Aktie hat seit 2015 kein neues Hoch gemacht. Und vergessen wir bitte nicht, das alles hier ist der Chart in einem 8-jährigen Bullenmarkt. Stärker als in den letzten acht Jahren ist die Börse praktisch noch nie gestiegen. Und trotzdem hat die Aktie davon nur wenig profitiert. Dividenden hin oder her. Kurzfristig gilt es also, diese Marke bei rund 83 Euro hier, das ist die, ich gehe mir mal auf die letzten 5 Jahre kurz hier in der Wochenansicht, also bei rund 82,50 im Auge zu behalten. Wenn BMW darunter abrutscht, dann erkennt man, dass hier auch so ein kurzfristiger Abwärtstrend seit Juli des vergangenen Jahres hier unterboten wird. Also dann kann es sehr schnell auch rund 10% tiefer gehen und dieser langfristige Aufwärtstrend wird dann hier getestet. Auf der anderen Seite, das muss man zumindest aus Trader-Sicht fairerweise auch sagen, auf der anderen Seite ergibt sich natürlich auch, wenn man so nah an Unterstützung handelt, ein prozyklischer Einstieg. Möglicherweise, aber ihr wisst, was ich davon halte, normalerweise würde ich dann Stärke kaufen und nicht unbedingt Schwäche. Insofern eignen sich Automobilaktien aus meiner Sicht, aus technischer Sicht, eher für Short-Positionen denn Long-Positionen. So, wie ihr seht, so richtig bullish bin ich für die Aktien nicht, aber das liegt schlicht und einfach am langfristigen Trend. Also das Trendverhalten hat sich stark abgeschwächt. Und das ist natürlich etwas, was für einen Investor sehr, sehr wichtig ist, was aber insbesondere auch für einen Trader eine wichtige Erkenntnis bietet, denn wir wollen im Positionstrading, wir sprechen da von Tagen und Wochen, wollen wir Schwäche shorten und Stärke kaufen. Und gerade in so einer Phase, wo der DAX möglicherweise sein Potenzial zur Unterseite noch gar nicht ganz ausgelotet hat, macht es also Sinn, sich auf die Automobilaktien zu konzentrieren, denn die sind nun mal schwach, sind also geeignete Short-Kandidaten. Die Marken habe ich ja gerade genannt und ihr wisst, für so einen kurzfristigen oder auch mittelfristigen Short-Trade sind CFDs aus meiner Sicht sehr gut geeignet, weil sie eben günstig sind und weil man ohne Aktienleihe so eine Aktie oder so einen Titel dann auch über mehrere Tage und Wochen short bleiben kann. Dafür sind CFDs, beispielsweise könnt ihr die bei Qtrade handeln, ihr wisst, das ist mein Partner, könnt ihr das problemlos umsetzen. Klar ist auch, das ist etwas, da reden wir über Wochen, wenige Monate, da sind die Finanzierungskosten noch absolut angemessen. Für die langfristige Anlage sind CFDs nichts. Ja, das muss man auch ganz klar an dieser Stelle sagen, alles andere wäre unglaubwürdig. Also, wir reden hier über das Trading und da sprechen wir über Tage, Wochen und wenige Monate. Soweit also zu dem Fundamental- bzw. dem charttechnischen Ausblick. Fundamental, habe ich dazu eine Meinung? Ja, habe ich. Und die ist, wir dürfen nie vergessen, also es gibt ja wahnsinnig viele Analysten, die Chancen ausmachen in dieser Krise. Und selbstverständlich kann man natürlich auch annehmen, wenn so ein Sektor durch so einen Skandal hindurchkommt, heißt das vielleicht auch, dass das vielleicht sowas von einer Katharsis hat, also dass die Vorstände dann endlich begreifen, wir müssen umdenken. Und genau da habe ich so ein bisschen meine Probleme. Ich erlebe nämlich, dass das andernorts sehr viel konsequenter umgesetzt wird. Ich bin vor einigen Jahren in China gewesen und ich sage euch ganz offen, das war nun keine Businessreise, sondern eine touristische Reise. Aber man merkt sofort, wenn in China irgendetwas beschlossen wird, dann wird das in einer Geschwindigkeit umgesetzt. Ja, das kann man sich hier kaum vorstellen. Hierzulande ist es so, dass insbesondere Volkswagen, aber auch die anderen beiden Hersteller, haben sehr viel in die Dieseltechnologie investiert. Und das Geld soll natürlich auch wieder rauskommen. Aber ist es vielleicht schon der Zeitpunkt, der schon verstrichen, auf andere Märkte zu setzen? Schauen wir uns Tesla an.
Tesla hat in seiner Marktkapitalisierung einen Hersteller wie BMW zwischenzeitlich immer mal wieder überholt. Im Moment liegen sie, glaube ich, gleich auf. Oder ist Tesla etwas höher? Ich kann es euch gar nicht ganz genau sagen. Ich habe ja damals Ärger für den Vergleich bekommen. Aber wir dürfen einfach mal feststellen, okay, Tesla macht noch nicht die Gewinne. Aber gehen wir mal davon aus, dass Tesla seine Pläne umsetzen kann. Dann hat es ein kleiner, anfangs kleiner Automobilhersteller mit einer Vision innerhalb von 5 Jahren geschafft, an der Nummer 3 in Europa oder zumindest in Deutschland vorbeizuziehen und wird dann, wenn die Pläne aufgehen, auch sehr schnell an der Nummer 2 vorbeiziehen. Und ist das nicht ein Zeichen der Schwäche? In China wird bis zum Jahr 2030 kein Verbrennungsmotor mehr auf den Straßen fahren. Das beschließen die einfach und Punkt. Schon heute gibt es viele Länder, wie beispielsweise in Norwegen, wo es sehr viel günstiger ist für den privaten Verbraucher, ein Elektroauto zu fahren, weil das Ganze mit Vergünstigungen einhergeht. Also finanziellen Vergünstigungen. Da sind wir mit unserer halbgaren, weiß ich gar nicht, will ich die Prämie, maximal 4.000 oder 5.000 Euro. Das kann man nicht vergleichen. Das liegt natürlich auch an der Lobby. Vergessen wir bitte nicht, die Bankenlobby ist in Deutschland extrem groß. Anders ist es nicht zu erklären, dass während der Finanzkrise ohne mit der Wimper zu zucken mehrere Institute gerettet wurden, wobei man durchaus auch hätte einige, naja, sagen wir mal, Sparten retten können, bei denen es um Kundeneinlagen geht. Aber das Investmentbanking wurde dann gleich mal nebenbei mit gerettet, ist aber ein anderes Thema. So, aber damals haben 10.000 Lobbyisten in Brüssel gute Arbeit geleistet. Da haben aber die anderen 8.000 Lobbyisten in Brüssel, sehr viele bleiben dann am Ende, wenn man sich diese beiden Branchen ansieht, nämlich gar nicht mehr über, haben aber gesagt, ja, aber hallo, hier ist auch noch die Automobilbranche. Wir müssen auch irgendwas für die Automobilbranche machen. Da hat die Politik gesagt, wieso das denn? Was habt ihr denn mit der Finanzkrise zu tun? Ja, ja, die Leute kaufen ja jetzt weniger Autos. Das wollt ihr doch auf gar keinen Fall. Schließlich sind wir ein derart großer Markt. Wir bieten so vielen Leuten Brot und Lohn und Arbeit und ein Dach über den Kopf. Ihr wollt doch nicht die arme Automobilbranche vergessen. Und dann wurde so etwas wie die Abwrackprämie eingeführt. Man muss sich mal überlegen, was für ein Schindluder damit getrieben wurde. Aber auch das ist ein anderes Thema. Es geht darum, dass die Lobby in Deutschland für den Automobilsektor extrem groß ist. Man darf nicht mal vergessen oder man sollte mal darüber nachdenken, wie die Strafen in den USA in der Dieselaffäre ausgefallen sind und wie die Strafen in Deutschland ausfallen. Einfach deshalb, weil der Gesetzgeber hier nur das Nötigste macht. Das muss man mal ganz klar sagen. Und auch bei der Umrüstung ist dann die Frage, wer soll das Ganze bezahlen? Es gibt überhaupt, normalerweise würde man dann doch davon ausgehen, dass sofort der Gesetzgeber kommt und sagt, Freunde, wenn ihr Fahrzeuge herstellt, bei denen der Gesetzgeber, wir als Gesetzgeber sagen, so dürft ihr es nicht mehr machen, dann seid ihr auch für die Umrüstung zuständig. Ist aber nicht so. Also, hier in Deutschland wird die Automobilbranche mit Samthandschuhen angefasst. Und insofern muss man auch ehrlicherweise sagen, wenn hier irgendwelche Fahrverbote beschlossen werden, klar, das macht mal gerade ein knappes Zehntel, etwas mehr als ein Zehntel des Marktes aus. Viel wichtiger ist also, was in China passiert. Aber das ist eben auch eine Gefahr. Momentan kann man noch Dieselautos in China verkaufen. Wenn China aber ein Fahrverbot beschließt oder sagt, Diesel auf unseren Straßen nicht mehr, dann wird es keine lange Übergangsphase geben. Dann wird innerhalb von wenigen Monaten dem Verbraucher gesagt, bitte nimm deinen Diesel und mach damit, was du willst, aber auf unseren Straßen fährst du nicht mehr. Und ich habe den Eindruck, dass die deutschen Automobilhersteller so langsam die Zeichen der Zeit erkannt haben. Volkswagen möchte beispielsweise ja ein ganz großer Player im Bereich Elektromobilität werden. Wenn ich mir aber die Aussagen von den Vorständen so ansehe, dann habe ich den Eindruck, das kommt zu langsam. Das ist immer nur ein Schub von außen, dann bewegt sich wieder etwas und dann versucht man den Ball flach zu halten. Also, ich habe, insofern ist der Vergleich mit der Bankenbranche nicht völlig abwegig. Ich habe auch in diesem Bereich, in dieser Branche den Eindruck, dass wir den Anschluss hier verpassen. Noch ist nicht alles zu spät. Aber wenn man sieht, wie andere, insbesondere chinesische Hersteller, aber auch französische Hersteller links und rechts an uns vorbeiziehen mit ihrer Elektromobilität
ohne dass ich sagen will, das ist nun der Bereich. Aber es geht einfach um die Reaktion, darauf etwas Neues entstehen lassen zu wollen. Dann habe ich, da muss ich sagen, meine fundamentalen Aussichten passen zu den trüben charttechnischen Aussichten durchaus zusammen. So, wer jetzt sagt, ich möchte Handelssignale in den Automobilaktien möchte ich nicht verpassen, den kann ich nur meinen Report ans Herz legen. Denn dort schaue ich mir selbstverständlich diese viel besprochenen Aktien regelmäßig an. Und ihr könnt diesen Report jeden Mittwochmorgen bekommen. Pünktlich bevor die Börse startet, ist er bei euch im E-Mail-Postfach. Ihr müsst euch nur hier unten über den Link anmelden. Dann seid ihr ab der nächsten Ausgabe mit dabei. Und wir haben bereits in der Vergangenheit beispielsweise bei Volkswagen sehr schöne Signale gehandelt. Sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite. Wer also das Short-Signal, was ich gerade besprochen habe, nicht verpassen möchte, weil er vielleicht auch noch mit anderen Dingen beschäftigt ist, der sollte sich unbedingt für den Report eintragen, denn dort werden wir dieses Signal nicht verpassen. Das also meine Empfehlung zum Abschluss dieses Videos. Ich entschuldige mich, dass es ein klein wenig länger geworden ist als geplant, aber Automobilbranche, das ist eben des deutschen liebsten Kind und da muss man manchmal ein paar Sätze länger formulieren. Also das soll es dann aber auch gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Abend, macht's gut und tragt eure Meinung gerne in der Kommentarfunktion ein. Bis dann, alles Gute und ciao.